Obwohl weiterhin körperlich nicht anwesend, so machten die 60er-Fans das Grünwalder Stadion zum Spiel gegen Unterhaching dann doch voll, dank virtueller Tickets. Angezählt auf der anderen Seite Ari van Lent nach wütenden Fanprotesten in seine Richtung, aber weiter Stärkung durch den sportlichen Vorstand. Und seine Mannschaft mit Top-Einstellung gleich von Anfang an. Fünfte Minute, Alex Fuchs mit einem ersten Test für Marco Hiller. Unterhaching versteckte sich nicht und die Löwen nur bei Standards mal gefährlich. Zehnte Spielminute, Tallich erreicht diesen Ball. Und in der Mitte Sascha Mölders, plötzlich ganz frei, aber auch überrascht, erwischt den Ball nicht perfekt und verpasst hier die frühe Führung für die Löwen. Das Team von Michael Köllner seit 3 Spielen sieglos, würde gern mal wieder gewinnen, um oben dran zu bleiben. Die 35. Minute, der nächste Freistoß und diesmal schlägt's ein. Dennis Erdmann mit dem 1:0, 10 Minuten vor dem Pausenpfiff. Neudecker mit der Hereingabe, dann ein Riesenknäuel an Spielern. Koppins erwischt den Ball nicht richtig. Und der Abpraller wird zur perfekten Vorlage für Erdmann, der den Ball direkt verwandelt. Die Führung also für die Löwen, die bis dahin eher die zweitbeste Mannschaft auf dem Platz waren. Unterhaching aber weiter drin in der Partie und drauf und dran die Partie noch vor der Pause auszugleichen. Luca Marseiler aufs kurze Eck, aber auch knapp daran vorbei. Ein engagierter Auftritt der Hachinger unter den Augen von Yvonne Mölders. Die Frau des Top-Torjägers freute sich aber über die Löwenführung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten auch die Gastgeber die Schlagzahl, zwangen Haching zu Fehlern, so wie hier. Und Tallich mit der Großchance zum 2:0, verpasst dieses aber in der 51. Spielminute. Und Haching stemmte sich aber weiter dagegen und kam tatsächlich zum Ausgleich. 57. Minute, Robert Müller mit dem 1:1. Auch hier Ausgangspunkt, eine Standardsituation. Schröter bringt den Ball nach innen, göttlicher köpft. Abgeblockt von Belka hier, prallt der Ball aber direkt auf den rechten Fuß von Müller. Erstes Saisontor für den Defensivmann. Michael Köllner ärgerte sich, denn es trat das ein, was er prophezeit hatte. Ein enges Spiel, es musste also etwas Besonderes her, um das Ganze wieder in Richtung der Löwen zu lenken. Und das kam dann auch. 66. Minute, Sascha Mölders, Fallrückzieher zur erneuten Führung. Ein hoher Ball von Steinhardt. Koppins sieht alles andere als gut aus. Verpasst den Ball gegen Mölders. Kein Foul hier natürlich. Und dann handlungsschnell, gedankenschnell und wunderschön zur erneuten Führung. Saisontor Nummer 15. Ganz zur Freude der Ehefrau. Hinten raus warf Haching natürlich viel nach vorn und die Löwen hatten Platz zum Kontern. 80. Minute, Steinhardt für Lex. Steinhardt kommt nochmal an den Ball, Koppins pariert, aber die Szene geht noch weiter. Sascha Mölders mit viel Platz im Strafraum und in der Mitte Stefan Lex hält den Fuß rein und macht alles klar, das 3:1. Die Zuordnung bei Haching geht komplett verloren. Lex profitiert, erzielt sein 5. Saisontor und schenkt Haching damit die 7. Niederlage in Folge ein. Ein Gefühl von Déjà-vu bei den Gästen. Ich stehe jede Woche hier, erzähle dieselbe Scheiße. Es ist immer das Gleiche. Stehst hier, sagst, hast eigentlich ganz ordentlich gespielt. Hast hinten wieder dir 3 Eier selber reingelegt. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil was willst du uns heute vorwerfen, außer dass wir heute bei den Toren wieder saublöd ausgeschaut haben. Sonst kann ich der Mannschaft eigentlich nur ein Kompliment machen, weil, wie gesagt, das war die Einstellung eines Derbys würdig. Auf dem Ende stehst du einfach da und hast einfach, ja, nix halt. Frust bei Markus Schwabel und Freude bei Sascha Mölders, auch dank familiärer Unterstützung. Ich glaube, sie war glücklich, dass sie heute nach über, ich glaube, ein Jahr ist es genau her, wo sie letztes Mal hier im Stadion war. Und man sieht ja, wenn meine Frau im Stadion ist, mache ich Tor. Es war in der Hinrunde in Haching so, jetzt halt wieder. Ich war glücklich, dass sie da ist. Muss ich mir nachher zu Hause mal anschauen, was sie in der Halbzeit so gesagt hat bei euch. 12 Spiele in Folge ohne Sieg. Die Lage für Ari van Lent und die Spielvereinigung Unterhaching im Tabellenkeller wird immer prekärer. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.